Oh ja, schön draußen, ne? Ich weiß nicht, ob das Sonnenauf- oder Untergang ist. Da das Zombie-Tierchen da brennt, könnte ich mir vorstellen, das ist Sonnenaufgang. Ja, die Sonne geht auch hoch, ne? Das ist so auf, nach oben, ja. Auf- und Untergang. Ein Dozent von mir hat auch Unterschiede gemacht in hinauf und hinab bei Übersetzungen. Da musste man drauf achten. Weil wenn man das falsch macht, dann gibt es Punktabzug. Beziehungsweise du kriegst in Latein ja keine Punkte. Sondern du kriegst nur Strafe. So ist es auch richtig, Leute. Nicht immer nur so von wegen, ja, so und so viel von Punkten, so viel Punkten erreicht. Nein. Du machst einfach eine schwere Aufgabe und je schlechter du darin bist, desto mehr Probleme kriegst du. So, was ist hier denn? Eigentlich müsste ich das hier auch noch mit irgendwas verbinden. Irgendwas Cooles. Ich meine, ich habe ja... Oh ja, genau. Jetzt weiß ich, was das Problem ist. Ich habe ja theoretisch... Oh Gott, Leute! Leute, ist vorbei jetzt. Jetzt ist vorbei. Es hat bis heute gedauert, aber jetzt ist vorbei. Wir haben lange, lange durchgehalten. Aber jetzt ist irgendwo das Ende gekommen. Nein, pass auf, wir kommen hier noch raus. Zack. Es ist einfach ein urhässlicher Brunnen. Es ist noch nicht mal ein Brunnen. Es ist eigentlich eher nur so ein Kanalding. Naja. Hm. Und pass mal auf, Dinge, die passiert sind. Ich habe Herr der Ringe geguckt. Ja, Katzen und ich, wir waren ja dieses Wochenende bei Arne. Und, beziehungsweise eigentlich, ja, bei Arne auf dem Geburtstag. Sind dann aber nochmal bei meinen Eltern vorbeigefahren. Und dann haben wir einfach so gesagt, pass mal auf, die sind gerade im Urlaub. Legen wir mal einen Zettel aus und sagen, wir haben Herr der Ringe ausgeliehen, dankeschön. Die haben den Film, glaube ich, ich meine, okay, zu unserer Verteidigung. Überleg mal selber, wann du das letzte Mal Herr der Ringe geguckt hast. So. Dann wird es wahrscheinlich ein, zwei Cracks geben, die das wirklich so alle 3 Monate gucken. Einmal alles durch. Einmal nochmal Herr der Ringe gesehen haben. Kann man zwar schon alles mitsprechen, scheißegal, einfach nochmal angucken. Perfekt. Ich meine, es gibt so Filme, die muss man sich einfach 1000 Mal angucken. Und warum habe ich automatisch Springen schon wieder drin? Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich Minecraft anmache, macht er dann alles wieder auf Null. Auto-Jump, aus. So ein Quatsch. Guck mal, alleine die Tatsache, dass ich weiß, wo man das abstellt, heißt ja eigentlich schon, dass irgendwas falsch gelaufen ist bei denen. Da bin ich mir sicher. Ja, ja, so ist es. Nee. Den haben wir wieder geguckt und, pass auf, Asche auf mein Haupt, ich bin jetzt 29 und jetzt ist das erste Mal gewesen, dass ich Herr der Ringe auf Englisch geguckt habe. Sonst habe ich es immer nur auf Deutsch geguckt. Und Heidewitzka, ich hatte ja oft immer solche Kritikpunkte an Herr der Ringe, ne? So von wegen zu lange, 1000 Szenen, die nirgendwo hingeführt haben, Frodo ist ein Idiot und all so ein Schwachsinn. Aber, pass auf, ich habe es jetzt auf Englisch geguckt und es gefiel mir viel, viel besser. Es war viel, viel besser. Damit will ich nicht sagen, dass die deutsche Synchro schlecht ist, ne? Da kommt, es gibt ja viele Leute, die dann sagen, deutsche Synchro, ne? Was willst du auch erwarten, Mädel? Nee, mach ich nie. Deutsche Synchro, komm. Weißt du, einfach so, es gibt ja einfach dieses, es gibt so Menschen, die so ein bisschen so ein Zwinkern so haben, so einen Kopf so zur Seite runter, so. Also, deutsche Synchro, Alter. Ernsthaft? So zum, oder wenn du über jemanden redest, keine Ahnung, und dann gehst du zu dem hin und der sagt dann, ach, das, ihr seid Freunde, echt? Weißt du sowas? Ja, sollst du Leute geben. Macht man nicht, finde ich, aber ja, gibt's halt, ne? Jo, ne, das ist dann genau das Gleiche. Ich hab's jetzt einfach mal in englischer Synchro geguckt und es hat mir gefallen. Ich fand's schön, hat mir Spaß gemacht, ein schöner Film. Kann man sich gerne mal angucken. Ist auch eine Empfehlung, die der Maddie mal aussprechen kann. Herr der Ringe, auf in Originalton gucken. Kann man tun. Ist so ähnlich wie Thieves Town, auch nicht schlecht. Das ist genau sowas ist das. Ich meine, es ist jetzt nicht auf magische Art und Weise ein richtig guter Film. Die Kampfszenen sind halt auch nicht besser, weil da habe ich schon das öfteren Mal gesagt, was ich daran nicht mag. Hm. Aber ich weiß nicht, irgendwie habe ich mich da, hab ich auch so ein bisschen drüber hinwegsehen können. Die rosarote Brille war aufgesetzt. Und es war tendenziell teilweise sogar wie ein ganz neuer Film für mich. Und, tja, die deutsche Stimme von Frodo halt, ne? Das, don't judge, aber das wird für mich immer Kintaro Ohe bleiben. Immer. Hieß der so? Weiß ich nicht. Also jeder von euch, der weiß, was das ist, wer das ist, ihr habt eine gute Kindheit gehabt.
immer MTV geguckt und dann einfach auch sich nicht erwischen lassen. Hoffentlich. Das hat's gegeben. Irgendwo habe ich die Folgen, glaube ich, alle noch. Oder hatte ich das? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wenn dann auf irgendeiner billigen alten Videokassette. Und selbst, nee, ich glaube, so ein Schweinkram habe ich einfach auch nicht abgefilmt. Nee, ich glaube wirklich nicht, weil, mal ehrlich. Da hätte ich ja meinen Videorekorder programmieren müssen, nur dafür. Und dann hätte ich mir selber ja eingestehen müssen, dass das planvolle Absicht ist und nicht einfach mal so nebenbei, ach ja, ne, guck mal, das läuft ja, dann bleib mal dran. Weißt du, das ist ein großer Unterschied und dem muss man einfach auch so ein bisschen vorgreifen in einigen Fällen. Ja. Die Diskussion will ich auch eigentlich jetzt nicht anfangen. Und ich möchte eigentlich auch nicht, dass irgendjemand von euch was dazu sagt. So, dann haben wir das Geschäftliche geklärt. Nee, er wird einfach immer für mich diese Stimme bleiben. Und ja, dann ist das so. Ich könnte ja noch nicht mal mit aller Sicherheit sagen, ob das wirklich die Stimme gewesen ist. Damit fängt es ja schon mal an. Wahrscheinlich war es die. Aber ist auch wieder bezeichnend, ne? Dass ich im Kino saß mit 12 Jahren, allerhöchstens. Und dann wusste, das ist die und die Stimme. Und aus welchem Kontext kommt das? Und oh mein Gott. Aber wir hatten ja damals auch nichts. Leute, und falls ihr denkt, das ist alles, ja, sinnentleerter Schweinkram. Lupin, das, der dritte, ist auch, glaube ich, aus der Feder von Miyazaki, oder? Oder, ich meine, bin mir jetzt nicht sicher, aber... Also nicht sofort hier die Moralkeule schwingen und sagen, ich gucke das aus Prinzip nicht. Es gibt einfach auch Namen, die dahinter stecken. Bei Golden Boy war das jetzt, glaube ich, nicht so. Aber die Stimme war halt die gleiche. So, darauf wollte ich hinaus. Und es ist einfach auch nicht richtig. Das geht nicht. Und dann hast du einfach auch die ganzen Szenen dann die ganze Zeit im Kopf und dann guckst du dir Frodo an, wie er da den, ja, was auch immer der mit dem Ring alles anstellen möchte. Und über die, Kampfszenen von Herr der Ringe habe ich ja schon mal des Öfteren geredet, warum ich die nicht gut finde. Hier dieses Rumgewackeln mit der Kamera und so weiter, das ist... Ich weiß, das soll eine gewisse Dynamik ausdrücken und alles, aber für mich sieht das einfach ein bisschen aus wie Laziness. Dabei weiß ich, dass diese Art, einen Film zu machen, unfassbar teuer ist. Und dann haben die gesagt, ja, das ist ein Stange Geld, die da reingeflossen ist, damit wir diese Wackelbildchen da die ganze Zeit machen. Ja, na gut. Wenn du dafür Geld ausgeben möchtest, ist mir das egal. Es gibt auch Leute, die waren 14 mal ins Avengers sind. Das soll ja auch gehen. Auch einige Leute Bock zu. Es gibt Leute, die waren des Öfteren mal im Kino. Im gleichen Film. Soll es geben. Also von daher, who am I to judge? Nicht, ganz bestimmt nicht. Nur jetzt frage ich mich, wie ich den Bums hier mache oben. Ich könnte ja so ein wurstförmiges Dach da einfach machen. Weißt du, so einfach doppelt angeschrägt und rüber. Würde hier links auch passen. Allerdings ist das vielleicht ein bisschen hässlich dann, ne? Ich wüsste auch nicht, wie ich es sonst machen sollte. Ich mache einfach einmal rum. So ein richtiges Die Sims 2 Dach machen wir da drauf. Ja, und wer Beschwerden hat, ne? Ihr wisst ja. Der Briefkasten des Bürgermeisters ist jederzeit offen. Da kann man immer auch mitten in der Nacht noch hingehen, wenn man handgeschrieben was abzugeben hat. Dann geht es. Jo. Habe ich jetzt noch ein bisschen Kies oder was? Habe ich denn mit, oder? 22 Gravel. Was will ich denn mit dem Dreck hier? Weg. So. Ja, und normale Steine brauche ich jetzt noch. Ja, jetzt hier nicht, ne? So. Zack. So rüber. Finde ich in Ordnung. Papier könnte ich eigentlich hier reinpacken, oder? Papier? Ja. Und ich nutze mal den Moment und züchte mal die Kühe nach. Moin. Ach, dieses eine Hühnchen, das überlebt hat. Das erzählt auch Geschichten. Da kam der große Creeper und boots alle weg. Ich glaube, kennen Hühner das Gefühl der sozialen Zugehörigkeit? Wissen die? Aha. Da ist jetzt heute ein Einschnitt in unsere soziale Gesellschaft gewesen, über den ich eigentlich gerne mal sprechen würde. Wissen die das? Nee, ne? Ich weiß es wirklich nicht.
Also, wenn ich über irgendwas nicht Bescheid weiß, ne, dann ist es die Sozialstruktur im Hühnerstall. Das weiß ich echt nicht. Ich weiß, da gibt es einen Hahn, aber das ist alles auch immer so ganz weird und komisch, weil du theoretisch im Hühnerstall ja auch zwei Hähne haben kannst. Das ist auch Quatsch. Wieso können die da zwei so also in allen anderen Tierdimensionen, ne? Hast du immer so einen Leithammel, in Anführungszeichen. Irgendjemand, der dann einfach dann so im Griff hat und der dann alles macht. Warum kann es den im Hühnerstall zweimal geben? Das verstehe ich nicht. Aber nur weil ich es nicht verstehe, heißt das ja nicht, dass das Quatsch ist. Haben die dann auch untereinander eine Hierarchie? Reden dann so Hähne miteinander und sagen, weißt du was? Ich bin jetzt der Chef. Du bist hier mein... Weißt du, so wie das bei Florentins Pen and Paper war, wie bei Animal Squad. Ich bin jetzt Jean de Pierre, ich bin, der gute große Hahn. Und jetzt habe ich meinen Hofstaat hier und das ist mein Außenminister. Und das hier ist mein Innenminister, das hier ist mein Verteidigungsminister, das ist meine Sekretärin und und. So ein Schwachsinn. Ist das bei Hühnern wirklich so oder ignorieren die sich einfach alle gegenseitig und dann ist das egal, wenn da zweimal ein Hahn ist? Ich habe auch noch nicht... Ich glaube, Hähne kämpfen auch miteinander, ne? Wenn die Bock haben, dann hauen die sich gegenseitig was an eine Fritte. Ich glaube, ja. Aber ich bin mir nicht sicher. So. Das Dach wird jetzt keine Wohltat. Ach, guck mal an. Wie habe ich das denn da gemacht? Scully hat gesagt... Das ist besser als das da. Finde ich nicht. Ich finde das Dach schöner. Ich weiß auch nicht. Jeder muss ja auch mal selber mit sich leben. Aber da wir jetzt hier... Wir sind ja in der Bauverordnung. Und bevor hier... ne? Wie hießen die beiden noch? Ne? Rita und Helmut, bevor die sich beide nochmal beschweren. Beziehungsweise Rita ist das ja egal. Die ist ja nur froh, wenn der Mann irgendwie immer nicht zu Hause ist. Wenn der irgendwie mal sich beschweren geht, irgendwie beim Bürgermeister oder so, dann ist der ja, dann geht er ihr ja nicht auf den Zeiger. Und das ist eigentlich auch nicht schlecht. So, dann machen wir es mal so. Zack. Jo, ne? Und das machen wir jetzt. Und wir fallen währenddessen 10-mal runter. Ist auch nicht schlecht. Wisst ihr eigentlich, was das für eine Wohltat ist, diese Dächer hier in der Switch-Version von Minecraft zu bauen? Richtig lustig ist das. Also da, das ist so ein Glückshormone-Ding. Jetzt wollte ich eigentlich erzählen, wie bin ich denn auf die Hühner überhaupt gekommen? Sozialstaat oder Hühnern? Ich habe keine Ahnung mehr. Irgendwas wollte ich erzählen. Ich bin von Herr der Ringe auf Hühner gekommen. Und es macht einfach auch, wahrscheinlich hat es Sinn gemacht. Ja, aber wenn es jetzt einfach so in einer Zusammenfassung dann so erzählt, dann weiß niemand, was los ist. Vorfuhl hat sich ein Dachgeschoss gewünscht. Warum soll man einfach mal ein Dachgeschoss bauen? Ja, aber auch nur so ein billiges. Das ist es doch, oder? Einfach nur so ein billiges. Ja. Weißt du, dass du hier so rauf kannst? Oder wie machen wir das? Ich will ja nicht, dass man von außen sieht. Okay. So, weißt du was? Ich reiß jetzt hier mal das ein. Aber das ist doch auch Quatsch. Hier ist doch das Dach. Da kann man doch gar nicht hoch. Dann muss das ja mitten im Raum sein, dass man da hoch kann, oder nicht? Leute, das ist nicht so... So einfach ist das alles nicht. Denn ich wollte ja eigentlich auch noch Räume haben, ne? Und das geht ja hier so jetzt nicht. So, hier ist ein Raum. Das ist so... Ne? Ihr kennt das mit den Räumen. Theoretisch ist das hier jetzt ein Raum. Und hier ist auch ein Raum. Ja... Und dann geht hier, warte, das kann man machen. So. Zack. Alter, ist das hässlich. Das ist so ein Quatsch. Junge, ich bin hier am Einrichten. Ehrlich jetzt. Deswegen sage ich ja, ich kann, mittlerweile kriege ich es hin, das Ding da von außen zu bauen. Aber kaum geht man mal ins Haus rein, merkt man, wo überall gefuscht wurde. So, hier geht's denn drinne. Also eigentlich bräuchte ich das Zeug ja hier nicht. Ich brauche doch gar kein Geländer hier. Ich mache da direkt die Räume.